Hallihallo, meine lieben Zuschauer, und herzlich willkommen zu einer Folge Scribbled. Zusammen mit den beiden Jungs von Akadari. Dieses Video haben wir rein aus Jux aufgenommen. Ich habe einiges rausgeschnitten. Entweder weil es zu obszön war oder weil es nicht spannend genug war. Das meiste aber halt aus Zensurgründen. Ja, und habe das jetzt so weit runtergecuttet. Wenn ihr die Vollversion davon sehen wollt, Akadari hat die schon hochgeladen. Der Link dazu ist in der Beschreibung. Dann könnt ihr auch alle Bilder sehen. Das geht dann aber eine Stunde lang. Ich wünsche auf jeden Fall viel Spaß jetzt mit dem Video. Was sind das denn für Wörter? Sven, Herr Bock? 10 Runden? Das geht doch schnell. Ah, da Wir haben muss ich übrigens noch drei gerade. Versuche wahrscheinlich. Achso, hier. Alter, die Maus ist ziemlich empfindlich. Man sieht hier nicht wie bei Scribble.io, wie viele Buchstaben es hat. Alter. Ja, ich hab's halt. Die 3 Minuten. Das ist doch ganz bestimmt Deutschland. Bah. Ich hab doch rein versucht. Obwohl. Außer. Vielleicht hab ich's nicht an. Ich weiß es nicht. Was ist das hier? Du bist am Chatten. Am Chatten! Jetzt verstehe ich. Du bist nicht beim Rad, du bist am Chatten. Ja, da rechts sind dann doch noch so Buttons. Dann gab's so ein Ding. Ja, wir haben ja. Ist ja noch 2 Minuten, alles hat er. Was Ich gab's noch? sehe langsam. Oh Gott. Ich hoffe nicht mal, das ist richtig. Sind das vielleicht Juwelen? Alter, ich lass euch noch mal. Ich habe richtig geraten. Wie soll man es? Mir fällt nicht mal Ich ein! hab etwas länger nachgedacht und dann habe ich in dem blauen Ding einen Diamanten erkannt. Was fehlt denn noch? Ein Mal einfach den Buchstabe, Infinity-Handschuh, zeig ihm, was fehlt. hä? Irgendein Buchstabe ist falsch, ich komme nicht drauf. Hä? Okay, jetzt wäre ich eigentlich auch schon wieder raus. Warte, ja, ich mache gerade den Handschuh. Ach so. Das, was in den Handschuh reinkommt, Yannick. Ich Aber hab in das schon. Einzelzahl. Ich komme jetzt nicht auf die Rechnung. Wo ist denn der dran? Links ist. Ja, ein Juwel. Ah. Ich hab nur Buchstaben. Was ist das war das direkt? einzigste. Oh, Alter, ey, was ich malen konnte. Spieler wählt ein Wort aus, okay? Okay. Haben wir endlos viele Versuche oder? Ich glaube schon. Okay. Haben So, wir eine jetzt muss Wortvorgabe ich irgendwie? hoffe, ich Also male das Gerät Buchstabenvorgabe? richtig. Okay, ist auf jeden Fall unendlich. Also gegen auf jeden Fall zum ersten und zweiten Platz sollte ich besetzt. Ich habe das Objekt schon gemalt. Ich verschönere jetzt nur noch. Was ist das? Es geht Tornado um. in den Boden. Die Texaner sammeln das sehr viel aus der Erde. Okay, das. Wahrscheinlich ist ein Tipp, aber okay. Ey, komm, das ist gut gezeichnet. Ah.
Das ist gut gezeichnet, Leute. Das ist der Vorgang, deswegen bin ich nicht drauf. Ich muss auch ein bisschen mit dem angeben, was ich kann. Wenigstens einmal. Ja? Okay, warte, tut mir leid. So, mehr brauche ich nicht. Wie? Nein! Nein! Ich will dich nicht beleidigen! Hau raus! Hä? Okay, bei 60 Sekunden sage ich, wie viele Buchstaben das hat. Ah! Alter! Du bist drauf gekommen! Ich wollte jetzt keine Kartenmeldung nehmen. Was ist denn falsch? Aber jetzt zeigt er auf Shining, siehst du, alles richtig gemacht. Vier Buchstaben Shining. Okay, es ist nicht über Skübe, dass wenn man einen Buchstaben falsch hat, dass er sagt, man ist nah dran, sondern der sagt, du bist nah an dem Begriff. Ja, das hatte ich ja vorhin mit Juwel, da hatte ich eben Buchstaben zu viel. Ich würde einfach sagen, bei 100 Sekunden sagen wir einfach immer, wie viele Buchstaben. Ich hab die ganze Zeit Dumpfkopf geschrieben. Das ist eindeutig eine Tonne. Tetrapack? Das ist doch ein Trinkpäckchen. Boom! Sven kann alles. Strohhalm? Apfelsaft? Ich denke immer ein bisschen zu weit. Ich will mal nur kurz fragen, ich nehme es nicht, aber ich will es wissen. Wie soll ich bitte Grundrechte zeichnen? Du machst das von Moses auf den Berg. Das war ja quasi die Uhr. Einen Moment, hier muss ich mal kurz Internet benutzen, um zu wissen, wie es aussieht. Lol. Okay. Antilop. Tiger. Aha, so sieht das Ding aus. Okay, danke. Ich mach einfach mal, damit ihr zumindest wisst, dass es eine Pflanze ist. Und machen wir den Himmel blau. So. Es ist halt auch wichtig, dass der Hintergrund nicht weiß ist. Ach, ich kann auch Linien benutzen. Einen Moment. Dacht mir noch einer, dass ich Linien benutzen kann. Wie, man kann Linien benutzen? In der Mitte kann man Linien benutzen, das habe ich auch erst jetzt gesehen. Okay. Hä, was ist das für... Das ist eine... Wahrscheinlich muss er googeln, was das ist. Das ist richtig. Wie viele Buchstaben scheinen? Soll ich jetzt wirklich anfangen zu zählen? Okay. Ihr habt auf jeden... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Es ist ein kleines Weiß. Das war auch geschafft. GG ist Sven, ne? Du machst das. Du machst das, Sven. Jetzt gib einfach ein, ist okay. Ist okay, Sven. Mach einfach. Ich war schöner jetzt nur wieder.
Darf ich wieder Käfer eingeben? Es ist eine Pflanze! Ja, danke! Ach so! Ah, lol! Ihr braucht den Namen der Pflanze! Krieg ich eigentlich Punkte, wenn ihr es nicht erratet? Warte mal. Baum. Photosynthese. Photosynthese. Ich habe einen Hinweis hingeschrieben. Nein! Ich muss. Ziehen Sie das Ding aus? Ja! Ich dachte, das sieht anders aus! Hey. Mein Glöckchen! Das ist ein kleiner Stängel, wo so weiße Dinger dran sind. Ich dachte, das sieht immer anders aus. Nein. Da habe ich das Ding in der Grundschule aber falsch gemalt. Also klar, es ist jetzt schwer, so eine Glockenform zu zeichnen, aber trotzdem. So. Hä? Muss ich das Ding wieder noch bestätigen, oder? Eigentlich nicht. Eigentlich müsste es direkt in... Okay. Ah, okay. Oder nicht. Oder da hast du das bekommen, was du wolltest. Da habe ich das hinbekommen. Ich hab recht, ja! Ist das so richtig? Ja. Obwohl, ich glaube, du hast das Zeichen etwas falsch. Ja, wir wussten alle, was gemeint ist. Okay. Also richtig. Das ist gut. Okay, dafür brauche ich ein bisschen länger. Oha. Da 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 da. Nee, warte. Der ist wieder weg. Nehmen wir jetzt einfach mal an, das ist ein Bürgersteig. Ich sagte, nehmen wir an, dass das ein Bürgersteig ist. Das Objekt ist noch nicht gezeichnet. Ich schenke der Person mal ein grünes. Dann machen wir da noch ein paar Fenster rein. So, und jetzt kommt das, um das es geht. Guck voll böse. Wer guckt böse? So, um den Teil geht es. Um den Teil geht es. Du bist nah dran, Sven. Was steht da auch? Heißt das nicht so? Nein! Es ist nicht die Heckscheibe! Hä? Ist ja nicht die Heckscheibe! Ich habe ja... Warte. Oder heißt das Ding anders, Freund? Nein! Ich habe einfach nur irgendein Auto jetzt gemalt. Zum Glück kann man zurückspulen. Der hat gerade nur Tippfehler oder was? Ja! Oh. Ah, ich hab das D vergessen, ah! Na, Nick? Ja, keine Ahnung, hab ich gesagt. Das ist ein Auto und es geht um die Scheibe da vorne! Das Wort habe ich schon geschrieben, nur einmal falsch geschrieben. Ja, das sieht er doch nicht! Doch. Man sieht die Dinger, die knapp dran sind, nicht. Ich sehe nur, Schwänzel waren knapp dran. Da guck doch einfach, welches Wort ich falsch geschrieben habe. Ja, da steht dann Schwänzel. Es ist eine Scheibe. Da steht nicht Windschutz Schei oder so. Ach so. Das wird dann überdeckt. Ah, okay. Damit der andere nicht drankommt. Alles klar, Leute, jetzt wird's witzig. Ich habe Angst. Nee, jetzt kommt was Ernstes. Ich
kann ja nicht ganz halt witzig sein, also ein bisschen müsst ihr auch mal machen. Okay. Da, 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 da. Ich wollte gerade noch gucken, wie die Patienten aussahen, die die Pest hatten, und dann wollte ich das noch versuchen nachzuzeichnen. Ich wollte Berg schreiben. Höhle, Tunnel. Tunnel, nicht Tonek. Vielleicht. Nein. Ich finde es ja nicht so einfach. Warte, ist es. Ich hoffe, das wird so geschrieben. Okay. Ich brauche ein bisschen mehr Input. Was ist ein Gulag? Sven ist ein bisschen Worte gesprochen. Ja, so ein bisschen, ne? Was ist das? Mexiko. Hat das richtig geschrieben, Matador? Wie heißen die Dinger denn? Und nein! Was habe ich falsch geschrieben? Kannst du mich ein bisschen... Trojanisches... Brad Pitt. Wieso habe ich das denn? Was habe ich falsch geschrieben? Trojanisches... Pferd! Hä? Kann es sein, dass es ein Rechtschreibfehler ist? Warte mal, ich guck mal, wie Sven das schreibt. Pferdchen, wenn ich Trojaner sehe bei dir. Du schreibst es falsch, es wird nicht zusammengeschrieben. Nee! Alter! Gut, dass ich mal reingeguckt habe. Ich dachte, dass das Ding zwei. Ich habe das extra erst am Ende gemacht. Warte. Ey, ich habe 9000 Punkte. Ey, das ist doch bestimmt schon wieder so ein Pferd oder ein Stier. Kühlschrank. Ist überhaupt noch einer im Stream von dir drin? Weiß ich gerade nicht. Ich kann auch gerade nicht gucken. Warte mal. Stress. Wow. Ja, das war's dann halt. Okay. Das war eine Statue. Ja. Ich hab nichts genommen und ich hab einfach das bekommen, was ich nicht haben wollte. Ich wollte halt, ich kann eine Teekanne malen. Ragnarök. Wie geht das? Oh nein! Belastend. Nein, ihr werdet lachen, sobald ihr seht, was ich zeichne. Ach, warte mal, der Hintergrund muss ja grün sein dahinter. Oh. Nein, doch nicht so sehr! Ich wollte dahinter was Grünes zeichnen.
Ich denk mal, das muss... grün! Hallo! Kannst du jetzt mal das Grüne annehmen? Danke. Und ihr werdet mich erschlagen, sobald ihr wisst, was es ist. Ist das denn was zu essen, oder? Nein, das bist du! Warte. Okay, du hast blonde Haare. Also, ich bin nicht so dick. Ich sehe halt gerade dich nur in deinem roten Pulli. So, und jetzt das Objekt. Ich hoffe mal, dass das ein Tisch ist, worauf du den hast. Nee, du. Ich mach das immer auf einer Toilette, weißt du? Der dicke Schwänzle wieder, ey. Abkack. Abkackchen. Jetzt habe ich so verstanden, wie ein Greenscreen. Ah. I see. Ich werde mich erschlagen. Applaus. Ja, der ganz gereizt. Ich verstehe es. Hä? Alter. Ich hab dich vor deinem Monitor gezeichnet. Oh Mann. Ey, komm, krieg ein Dombo. Der war gut. Janik macht mich offenbar gerade nach. Du Monitor. Nein. Okay, es ist nicht die Nase. Ja, so. Ich meine, das ist Super Saiyan-Spitze, ne? Ja. Ja. Krass jetzt. So beatmäßig, ne? Der so steht da. Der wichtige habe ich ja schon. Mit dem wichtigen mache ich nachher weiter. Hä? Okay, großer roter Kreis, ich mach direkt das Thumbnail für euch. Gar kein Problem, ich bin ja nicht. Das Grüne ist Bonus, das gehört nicht dazu. Das ist Bonus. Nein! Ja, Alter! Warum sagt ihr denn meine Nase nicht wenigstens nah dran? Bestimmt bei Nasen, da ist es. Ah, ne, ist auch. Okay. Du wärst dran? Lass dich. So. Machen wir es mal eben so. Nochmal rein, noch. Nee. Ich warte. Ja. Achso. Ich dachte, Janik kommt. Ich verstehe dich. Ich hab's mal nicht mal zum ersten Mal direkt richtig erraten. Das
das so ein Satz mit dem Meme verbunden? Das ist das nächste Mal, wenn ich das aufnehme, noch nebenbei. Dann so. Bitte keine 10 Runden mehr, sonst. Das ist so lang für ein Video. Ich bin jetzt schon bei 50 Minuten. Kann er aus. Highlights, du wirst am besten auf das machen. Ja, aber gar nicht. Schade, ich hätte mir das gerade eben speichern sollen, dann hätte ich jetzt einfach nur was hinzufügen können. Ach komm. Ich weiß nicht, ob er sowas knabbert. Beziehungsweise drin rumluckt. Alles klar, sind wir wieder bei Pusten und Platz. Ich will mal kurz eine Frage stellen. Ich habe links daneben den Grünen das gemacht. Und der Pferd trägt alles grün, obwohl da ein schwarzer Balken dazwischen ist. Hast dich ganz durchgezogen, den Balken. So, das muss als Greenscreen reichen. Okay. Schon wieder Greenscreen? Abschwänzeln. Darauf knabbel ich auch nicht. Nee, das ist jetzt so gesehen eine Fanfic. Hä? Oh, egal. egal, wir ignorieren das einfach mal. Diesmal ist der Monitor gar nicht nötig. Gut, was können wir denn noch rumknabbern? Und knabbert Sven rum. Mal erstmal angucken, was macht das? Hala. Ich kenne ihn schon ein paar Jahre, ne? Ich weiß nicht, woran er klappert. So, das ist jetzt ganz. Warte mal, wir machen den Arm mal ein bisschen länger, damit er auch da ankommt. So, das muss jetzt ganz klein sein. Ich kenne die in der Farbe. Danke! Ich wollte erst schreiben Lutscher. Lollipop oder Lutscher, das wären die nächsten Sachen gewesen. Ah, schade, ey. Ja, sind Lollis schon geil, ne? Ja, ich wollte dir einen Lolli schenken. Kann ich auf der Arbeit noch rumliegen? Ich hatte eine ganze Schublade voll mit Lollis. So einen kleinen Stress-Lolli schieben wir immer rein. Dann. So, jetzt kommen wieder Yannicks Meisterwerke. Ja, aber diesmal nichts Krasses. Das ist doch auf jeden Fall irgendwas mit Geografie. Ragnarok wird jetzt gerade. Ich kann noch ein Tomato draus machen. Was für ein Ding? Ein Pokémon. Ein Tomato. Das ist ein Pokémon? Ja. Welches Pokémon ist das denn? Nee, ist kein Pokémon, also ich hätte daraus ein Pokémon machen können. Das meinte ich jetzt nicht. Was machst du da denn? Das ist doch eindeutig. Ja, für mich nicht. Stein. Sven? Ja? Bist du auch raus? Länder, Kontinente, Regionen. Zentrum, Export, Import, Fliegen, Reisen, soll ich nochmal rote Pfeile machen? Ausland, Mitte, Hauptstadt, ich versuch's auch. Wir müssen auf die roten Pfeile achten, ne? Ja, die sagen mir nix.
Ist das vielleicht... West Coast, Junge. Ach Quatsch, Alter. Oh. Nein! Die Wörter sind doch eh auf Deutsch. Ach ja, oh, scheiße. Ja, okay, ich mach nochmal ganz links. Achtung. Ach, Bundesstaat! Was war das denn? Da war was Witziges dabei, ich hab mal geguckt. So, okay. Ich bin wieder dran. Nice, David. GG. Oh, 3150 Punkte. David hat einfach nebenbei laufen lassen. David, er hat die gleiche Sicht. Ach, richtig geraten. Ich dachte mir einfach irgendeinen Kasten. Und ich habe einfach jeden Kasten einmal abgeraten, der mir gerade einfiel. ich habe auf das Bett geachtet. David hat das Bett hier. Oh Mann. Final Round. Da, 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 da. Los. Nein, es wird kein... Sag mal, kann ich das drei... Kann ich das drei... Ich will das Dreieck drehen. Was für ein Dreieck denn? Nein, falsch rum. Falsche Stelle. Ich krieg's nicht hin. Ich krieg's nicht gebacken. Ich versuche es jetzt so. Hä? So, erstmal. Tut ganz schön weh. So. Ach hier, wie heißt das? Prinz Albert, ne? So. Jetzt stellen wir uns mal vor, da ist was kaputt. Genau, der ist Prinz Albert, genau. Okay, jetzt wollen wir mal ausschießen. Und so, jetzt sag ich nicht erst den Begriff. Hä, was ist das denn? Ja, das ist, genau darum geht's. Bombenträger, ja! Yeah! Der trägt eine Bombe. Warte mal, mir fällt noch was ein, was ich zeichnen könnte. Das würde auch funktionieren. Ich hab's scheiße gezeichnet, ich versuch's nochmal. Torpedo vielleicht? Mann! Ich wollte nicht das ganze Bild malen. Der hat wieder einfach alles gefärbt. Ja, der Kind da draußen an der Bildschirmscheibe, nachdem er rausgekommen ist. Nein, denkt einfach an das, was wir Freitag spielen. Das ist eine Hilfe. Ich hab doch nicht geschrieben. Wer ist der Blau von uns immer? Nein, was tragen die Dudes? Ja, Anzug ist schon mal richtig. Ich denk noch ein bisschen weiter. Wir sind im All, Leute. Und ich denk an morgen. Hä? Ja, aber du, wir sind im Weltraum. Alter! Ich dachte, das ist selber ein Raumanzug oder so. Ja, das ist so frech. Alter. Schreibt man, Raumanzug ist falsch. Es war ja auch Weltraumanzug. Ja, komm, Yannick.
Das große Ende, nach einer Stunde. Ich bin dabei, Leute. Alles klar. Was soll das werden? Ich habe erstmal wieder was genommen und danach gegoogelt. Was, was kommt denn dabei raus? Was hast du gegoogelt? Moment, verdammt. Gibt es. Warte mal. Hey. Okay, was ist das da jetzt? Sven, du bist genauso lost wie ich, oder? Ja. Gut, dann bin ich wenigstens nicht alleine. Dann geht's, Leute. 27? 27, Leute. 27, hä? Warte. Mit weiter. Was steht denn in dem System auf 27. Stelle? Ja, nice. Hm? Als ob, ey. Ich hab gerade einfach nur gegoogelt, welche Nummer das ist bei dem Periodensystem. Ja, natürlich. Als ob ich das Periodensystem auswendig kenne. Ja, aber man googelt das doch nicht. Ich wusste ja, worauf es geht. Ich habe nur geguckt, welches davon das ist. Ja, Alter. Schlecht beschrieben steht schon. Kobalt. Kobalt, was? Es ist Kobalt. Er hat Schwein geschrieben. Ah. Oh Mann. Ich hab gewonnen. Du hast aber auch geschummelt. Wie? Das stimmt, wieder googeln. Nee, am Ende nochmal googeln. Du hast doch auch gegoogelt, wie du es zeichnen musst.